Ein mächtiges, aber auch etwas gewöhnungsbedürftiges Tool ist dieses Pen-Tool oder auch Pfad-Werkzeug, wie es heißt. Und zwar kannst du damit völlig freie Formen zeichnen. Am einfachsten ist irgendwie ein Polygon oder zum Beispiel ein Stern. Mit jedem Klick wird eine Ecke gemacht. Man sieht das hier sehr gut. Und wenn ich wieder in den Ursprungspunkt klicke, dann wird das Objekt geschlossen und ich kann es natürlich dann auch noch in der Farbe anpassen. Irgendwie so. Und du kannst, das ist jetzt nicht sehr regelmäßig gelungen, mit einem Doppelklick diese Pfadpunkte auch noch verschieben und so die Form regelmäßiger oder passender machen. Du siehst, man hat also recht gute Möglichkeiten, da sehr passgenaue Formen zu zeichnen. Das ist aber bei weitem noch nicht alles. Das Pfadwerkzeug geht noch deutlich weiter. Und zwar, wenn du, ich klicke mal einmal, wenn du beim nächsten Mal statt zu klicken, klickst und gleich die Maustaste gedrückt hältst und ziehst, so siehst du, was passiert. Es gibt dann eine Kurve. Ich mache das gleich nochmals weiter unten, wieder auf der gleichen Höhe. Klicke und ziehe ich wieder. Und nochmals. Und nochmals. Und vielleicht ein bisschen höher. Dann mache ich noch eine ganz kleine Kurve, also ich klicke und ziehe wieder und gehe nun wieder denselben Weg zurück. Etwas unter diesem Punkt ziehe ich wieder, dann wieder unter diesem. Also ich gehe, mache jetzt eine Schlangenlinie und wenn ich in den Ausgangspunkt zurückziehe, dann endet das in einer Spitze. Und auch hier, wenn es jetzt nicht so regelmäßig gelungen ist, zum Beispiel da der Kopf ist vielleicht ein bisschen unförmig, dann kannst du das jederzeit noch anpassen. Du kannst mit einem Doppelklick und mit einem Klick auf eine Linie eine weitere Kurve reinziehen und du kannst mit einem Klick, Doppelklick darauf auch eine Ecke machen oder indem du mit einem Doppelklick gleich wieder ziehst, kannst du da auch wieder eine Kurve daraus machen. Bis jetzt ist es vielleicht ein bisschen Zufallskunst. Natürlich muss man das recht stark üben, um wirklich gezielt damit zu arbeiten. Und hierfür habe ich eine Datei vorbereitet. Ich lade sie mal hoch. Und zwar heißt die Formen. Und ich mache die ein bisschen kleiner. Ja, vielleicht so. Und hier siehst du, hast du die Möglichkeit, da ein bisschen zu üben. Ich gehe vielleicht noch etwas näher ran an dieses Puzzlestück und probiere da nochmals mein Glück. Also ich klicke in die Ecke, ziehe, mache hier in der Mitte dieser Rundung einen nächsten Punkt und ziehe gleich, ziehe hier nochmals. Hier klicke ich, weil das gibt eine Ecke. Dann ziehe ich hier wieder. Da auf der Höhe am Scheitelpunkt. Also wie gesagt, mit einem Doppelklick kannst du jederzeit noch zusätzliche Punkte machen und du siehst, hier kann ich es jetzt sehr genau an diese Form anpassen. Und da zum Beispiel die Abweichung noch etwas ändern. Ja, probier mal dein Glück mit diesen weiteren Formen, einfach so viel vorweg.
das Haus und der Mond, den würde ich jetzt nach wie vor mit solchen Formen machen, also beispielsweise ein Kreis und den etwas größer, vielleicht so, den Kreis kopieren und wieder einsetzen, etwas kleiner machen. Und von der vorherigen Form abziehen, indem ich beide auswähle und dieses Subtrahieren-Werkzeug nutze. Also das ist definitiv, denke ich, einfacher als es mit einem Pfad zu zeichnen. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen eigenen Experimenten mit dem Pfadwerkzeug.